seht schon, bin schon am Schrauben hier fleißig. Der kleine Toyota ist wieder in der Garage. Denn unser Adi ist fast soweit, den Führerschein abzuschließen, endlich. Und ich muss ihm die Batterie mal hier richtig befestigen. Dann müssen wir noch die ganzen Flüssigkeiten kurz mal durchgucken. Dann gucken wir mal, ob der Kleine startet. Ja, wir müssen ihn mal zum Leben erwecken, denn er steht schon seit August, September, Oktober, November, das war Januar, Februar, März. Seit fast 8 Monaten steht der Kleine schon. Und wir werden ihn heute sozusagen das erste, eventuell das zweite Mal richtig ordentlich starten. Beim letzten Mal hat es ja nicht geklappt, die Batterie war platt, er hat jetzt eine neue. Ich mache die fest mit den ganzen Haltern und dann starten wir den Kleinen mal. Tja, die Frage ist natürlich, nach so einer langen Standzeit, was macht man beim Auto ja eigentlich? Tja, jeder hat sein eigenes Vorgehen, würde ich sagen. Meins ist ganz einfach. Ich gucke mir erstmal die ganzen Flüssigkeiten an. Der hat nagelneuen Kühler, hier brauche ich also mir keine Sorgen zu machen. Der war dicht, da hatten wir keine Probleme. Ich gucke mir hier und da mal einen Schlauch an, ob der nicht irgendwo durchgebissen ist. Das ist in diesem Wagen nicht der Fall, denn der stand die ganze Zeit in einer schönen warmen Garage. Öl natürlich. Wir werden hier noch kein Ölwechsel vornehmen bei diesem Auto, denn das machen wir erst, wenn der Wagen wirklich auf der Straße ist. Das Öl ist hier frisch drin. Die hat er erst letztes Jahr im April oder Mai bekommen, einen frischen Ölwechsel. Deswegen wissen wir jetzt nicht. Das Öl sieht auch aus wie neu. Er fährt mit 10W40 natürlich, bei 200.000 Kilometern ist nichts mehr mit 0W30 oder 5W30. Öl haben wir genug, ist aber wichtig, dass man da reinschaut, Leute, nicht einfach alles vernachlässigen. Das Wichtigste ist das Öl, es ist frisch. Der Kleine war eigentlich gut aufgehoben in der Garage, deswegen würde ich sagen, wir können ihn mal gleich das erste Mal starten. Batterie ist fest, habe ich jetzt festgeschraubt, somit hat der Kleine auch Strom. Ist sehr interessant, Leute, so ein 30 Jahre altes Auto. Denn das ist ein 93er, Zulassung ist 94, aber es ist ein 93er. Das heißt, nächstes Jahr ist der Kleine 30 Jahre alt. Man kann sich noch die Riemen hier mal angucken. Aber bei diesem Auto ist wirklich alles letztes Jahr gemacht worden. Auch der Zahnriemen. Ob die porös sind oder so, rissig. Hier ist nichts der Fall. Auch von der Servopumpe nicht. Also hier habe ich keine Angst, Leute. Wir können ihn starten. So, Leute. Kurz mal die Stunde der Wahrheit. Leerlauf. Batterie ab. Strom da. Alles da. Deswegen schleifen wir das erstmal nur an. Aber Leute, vorher ist so viel lassen. Wir waren startet 7 Monate, gar kein Problem. Wie gesagt, checkt die Flüssigkeiten, checkt Luft in den Reifen, guckt euch die Bremsen an, guckt, ob sie nicht fest sind. Wir haben den Wagen immer wieder bewegt in diesen 7 Monaten, ohne ihn anzuschmeißen. Einfach mal ein bisschen hin und her geschoben wegen den Bremsen. Die waren nie angezogen, die Bremsen, auch der Gang war nicht drin. Wir haben ihn einfach mit einem Holzkeil in der Garage sozusagen gesichert, damit sich hier nicht festsetzt. Und der Wagen läuft top. Also ich hätte jetzt nicht weiter.
weiter viel plaudern. Bis zum nächsten Mal, Leute, wenn wir wieder dran sind. Ciao.